Let's Play Gothic 3 Enhanced Edition. Aber das sollte eigentlich klar sein. Und willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der Suche nach... Oh, bist du da unten? Nee. Du bist nicht da unten. Wo bist du? Irgendwo hier muss noch ein Typ rumlaufen. Hoffe ich zumindest. Vielleicht bin ich aber auch total verpeilt. Hier sind mir die Gegner einfach zu stark, als dass hier jemand rumlaufen würde. Wir werden als jetzt erst einmal diese wegräumen. Bösartige Ripper. Schon wieder krank. Alter. Oh, wenn mich der jetzt noch mal erwischt. Bösartige Ripper, das heißt theoretisch, hier muss irgendein Typ rumlaufen. Genau, hier muss er irgendwo sein, bei den bösartigen Ripper. Weil die Namen haben. Dann muss hier irgendwo ein Quest sein, theoretisch. Höchstwahrscheinlich. Und was ist hier? Da ist er. Den habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht mal in Erinnerung. Ich dachte, das wäre ein Sklave. Hä? Ich bin jetzt leicht verwirrt. Ich dachte wirklich, das wäre so ein Sklave, aber vielleicht war den, was ich gemeint habe, vielleicht war das auch dieser Schürfer-Typ. Da ist doch noch einer, bösartiger. Die halten aber schon ordentlich was aus. Ja, geschick. Nice. Da bin ich also wirklich vorbeigelaufen, weil ich die Ripper nicht killen wollte. Da sind wir schon oft vorbeigelaufen. Die war nur leider so gut versteckt und ich hätte geglaubt, da wäre irgendwo ein Lagerfeuer, wo so ein Sklave halt sitzt, so ein Standardtyp. So, jetzt muss ich halt nur noch die Höhle nochmal finden. Haha. Ah, da ist sie. Ich hätte schon gedacht, ich würde die Höhle nicht mehr finden. Das wäre ein Fail gewesen. Kent. Bei Innos habe ich mich erschrocken. Kent. Verdammt, wie bist du hier reingekommen? Ja, durch den Eingang. Wie auch sonst. Für einen Krieger bist du ganz schön schreckhaft. Hast du schon mal vor die Höhle geschaut? Diese bösartigen Ripper haben da unten alles in Beschlag. Ich weiß nicht, wie du an diesen widerlichen Viechern vorbeikommen konntest. Die bösartigen Ripper sind Geschichte. Was denn? Sind sie tot? So sieht's aus. Tja, da muss ich dir wohl danken dafür, was? Hier hast du meinen Dank. 100 Goldmünzen. Okay, das zahlt sich aus. Die Rebellen in Okara suchen Männer. Na und? Was interessiert mich das? Ich will, dass du nach Okara gehst. Da bin ich mal gespannt, wie du mich dazu überreden wirst. Geh nach Okara oder ich zieh dir das Fell über die Ohren. Nee. Ich weiß, was du so drauf hast. Da gehe ich lieber freiwillig. Wir sehen uns in Okara. Bis später.
Ja. Lass dich nicht unterkriegen. Jetzt haben wir diesen Quest auch theoretisch geschafft. Nice. Jo, dann gehen wir nach Okara zurück. Vielleicht gibt es eine ordentliche Belohnung, wobei ich brauche eigentlich nur noch Ruf bei den Rebellen, dann kaufe ich mir meine ordentliche Rüstung. Oder ich soll sparen, weil wäre auch irgendwie besser. Wegen eures Männermangels. Ich habe einen neuen Mann für euch. Sein Name ist Kent. Ich kenne diesen Angsthasen. Na gut, besser als nichts. Irgendwann ist doch was vorbei. Da draußen gibt es niemanden mehr, der nach Okara kommen würde. In Ordnung. Dann werden wir mit dem auskommen, was wir an Männern da haben. Richtig. Wird schon irgendwie gehen. Danke für deine Hilfe. Plus 12. Nice. Erzähl mir mehr über die Waffenschmiede. Hier werden die meisten Waffen hergestellt, die wir Rebellen im Kampf gegen die Orks benötigen. Unsere Eisenerzmine liefert dafür die nötigen Rohstoffe. Es sind zwar nicht die magischen Erzminen von Nordmar, jedoch genug, um das Interesse der Orks auf uns zu lenken. Wir müssen vorsichtig sein. Brauchst du irgendwas? Ich brauche noch etwas Eisenerz. Hab ich. Kannst du mir die besorgen? Hier hast du 5 Eisenerz. Danke. Jetzt hast 100 du auch für mich getan, Freund. Nimm dieses als Dank von mir. 2000 Gold für 5 Eisenerz. Lol. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Da kann man auch einmal was verkaufen. Schutz für Energie, krass. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Holzschild. Das hat uns gerade noch gefehlt. So. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Wir passen auf. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf. Zeig mir deine Ware. Der hat einen guten Bogen, benötigt 190. Ist nicht so prickelnd, aber 100 ist schon ein ordentlicher Unterschied, gell? Mein 60er, 70, 80, 90, 100. Und ich brauche als erstes einmal eine gute Rüstung. Hast du noch irgendwas zu sagen, Kent? Wir passen auf. Wir sehen uns. Wo ist denn der Kent? Pass auf dich auf. Erstmal Pause machen. Kent ist gar nicht hier. Okay. Questtechnisch, wir haben 78 Lernpunkte, die müssten eigentlich einmal investieren. Kapdun, keine Missionen. Redok, keine Missionen. Krass, haben wir da. Hä? Das könnten wir jetzt auch einmal machen. Oder gehen wir nach Silden? Da haben wir auch keine Missionen mehr. Schwierig, schwierig. Ein Volleck. Sollen wir nach Silden gehen? Hör bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Weil ich will, ehrlich gesagt, Ruf bei den Orks. Also wir haben hier Ruf bei den Rebellen. Ist das dein Ernst? Wo sehe ich Ruf, Junge? Hallo. Ruf in Nordmar, Ruf bei den Orks. Ja, das ist halt schon... Oder wir holen uns eine Waldvolkrüstung. Die sind zwar auch nicht so gut, glaube ich. Wenn er
Ja, dann gehen wir nach Silden, oder? Wenn wir eh schon nichts mehr zu tun haben hier. Hier ist mir schon wieder verdammt viel zu hoch zum Runterspringen. Viel zu hoch. Oder will ich hier überhaupt runterspringen? Ja. Ach, leck mich doch. Na, geht eigentlich, geht. Ich hätte es mir schlimmer erwartet, aber durch diese Rolle geht's eigentlich. Töten wir noch ein paar Lurker. Das sind keine Sumpf-Lurker. Da! Ah, da ist noch eine Hütte. Vielleicht gibt es da auch einen Schatz. Steinwurzeln, krass. Hier gibt es sogar Steinwurzeln. Blutfliegen. No. Bitte keine Blutfliegen. Die mag ich nicht. Da ist auch noch eine Hütte. Boah, schock mich nicht. Können wir eigentlich tauchen? Theoretisch gibt's da drüben irgendwas bei dieser versunkenen Wölfe. Bei dieser versunkenen Stadt gibt's da was zu tauchen. Einen Wolf könnten wir eigentlich schaffen. Sofern es bei einem Wolf bleibt. Es bleibt natürlich nicht bei einem Wolf. Es sind natürlich mehr. Lol, das ist eine verdammt harte. Blume, Seerose. Vielleicht ein Blick unter Wasser, geht das? Ich glaube, wir können nicht tauchen, oder nein? Oh, da sehe ich doch was. Lurker. Drei sogar. Vollgefressener Lurker.
hat Lots Hammer. Da war doch noch einer, oder? Komisch. Da drüben ist er. Da drüben hat er sich verkrochen. Der Lurker. Da ist ja noch einer. So, so. Ja. Okay, ja, Schaden machen sie. Aber sie sind halt einfach viel zu schlecht. Sorry. Wie spät ist es denn? 1:18. Also 1:18 Uhr. Und willkommen in Silden. Und in Silden, beziehungsweise wie in jeder Stadt, heißt es, zuerst einmal jeden anquatschen. Du arbeitest hier als Fischer? Den ganzen Tag lang und Abend auch noch. Nachts bekomme ich dann vielleicht mal ein wenig Schlaf. Und sonst? Ich komme zu überhaupt nichts mehr. Verrenke mir die Knochen und weiß vor lauter Arbeit gar nicht wohin. Zeig mir deine Ware. Oh. Holy. Das ist nice. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, habe ich grundsätzlich schon. Braucht ihr Hilfe? Die ganzen Fischfässer hier müssen zur Mühle gebracht werden. Jemand müsste die Fässer einsammeln und rüberschaffen. Wo ist die Mühle? Folge dem Fluss Richtung Norden. Da wirst du sie finden. Wie viele Fischfässer sind das jetzt im Endeffekt? Ja, wie viel? Sag mir doch, wie viel, dass ich nicht da umsonst rumlaufe. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Fischer weniger. Ob das etwas mit den seltsamen Lurkern drüben zu tun hat? Die habe ich schon gekillt. Hast du Lurker gesagt? Auf der anderen Seite des Flusses im Süden hat sich eine Herde Lurker niedergelassen. Seit sie hier aufgetaucht sind, geschehen hier seltsame Dinge. Die Fischschwärme spielen verrückt. Fischer verschwinden. Wenn ich nicht Wache schieben müsste, würde ich mir die Brut mal vornehmen. Die seltsamen Lurker sind Geschichte. Sehr gut. Na dann heißt es jetzt wieder Wache schieben. Hier für die gute Nachricht. Verschwinde. Mach hier keinen Ärger, du hast doch klar? Sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Nö, eigentlich nicht. Was gibt's hier noch? Außer Lurker. Irgendein Geheimversteck vielleicht? Schade nicht da, da sind auch Fischfässer.
Oh, ein Messer. Hey, wer bist du denn? Ich bin Hardlord. Ich bin oder besser war der hiesige Schiffsbauer. War? Ist was nicht okay? Schau dich doch mal um. Diese Drecksorks haben mein ganzes Geschäft kaputt gemacht. Zu allem Überfluss habe ich auch noch meine Werkzeuge verloren. Wie stehst du zu den Orks? Scheiß Bande. Aber denen zeigt's mal jemand. Aber ich sollte nicht zu laut reden. Ich lasse sie in Ruhe und sie mich. Nur die Nachfrage nach Booten ist nicht mehr da. Die Orks lassen keinen Schiffsbau für große Sachen mehr zu. Warum? Woher soll ich das wissen? Ja, auf dem See wirst du nicht weit kommen, oder? Du hast doch hier noch genug Werkzeuge rumliegen. Aber das ist nicht dasselbe. Schon mein Urgroßvater hat mit diesem Werkzeug gearbeitet. Verdammte Ruinen! Dein Großvater? Ja, das war noch ein Haudegen. Kam von den südlichen Inseln. Hat sich hier niedergelassen und die Kunst des Schiffsbaus hierher gebracht. Er hatte das Werkzeug von den südlichen Inseln. Damit geht alles richtig gut von der Hand. Welche Ruinen? Sag mal, bist du blind? Guck mal da zum See. Diese riesigen Mauerreste. War mal eine alte Burg der Paladine. Dann hat irgendwer in Trelis den Fluss zum Meer gestaut. Bestimmt so ein paar verrückte Magier. Und schwupp, weg war die Burg. Mann, haben wir gelacht, als auf einmal die Blecheimer aus dem neuen See krochen. Und nun sind die Überreste der Burg gefährliche Bootsschlitzer. Die Ruinen haben schon so manche Boote zum Versinken gebracht. Trelis? Wo ist das? Ist so eine Burg weiter im Süden. Lauf den See entlang Richtung Süden und dann einfach dem Fluss folgen. Kannst du gar nicht verfehlen. Was wurde aus den Paladinen? Die waren mächtig sauer. Der König hat ihnen dann die Burg bei Gotha gestellt. Keine Ahnung, was aus ihnen wurde. Wo finde ich Gotha? Okay, das wird ein wenig komplizierter. Geh nach Süden, wie als wenn du nach Trelis willst. Kurz vor Trelis ist eine Abzweigung nach Montera. An Montera vorbei Richtung Norden. Auf dem Weg. Solltest du nicht verfehlen. Junge, du hast eine Karte. Was genau ist mit deinen Werkzeugen passiert? Also das war so. Ich bin raus, mein neues Boot testen. Auf einmal macht's Rums und das Boot war futsch. Konnte mich gerade noch so an Land retten. Und was hat das mit deinen Werkzeugen zu tun? Ich hatte sie bei mir. Wie gesagt, ich habe mein Boot getestet. Da waren zwei Viecher, die mich beinahe zerfleischt hätten. Hab sie mit den Werkzeugen beworfen. Hatte gerade noch so Glück. Erzähl mir von diesen Kreaturen. Der eine war ein Lurker. Widerliche Biester. Nimm dich vor ihren Klauen in Acht. Den hab ich schon. Und das andere Vieh? Das war ein Varan. Mann, hatte ich Glück, dass ich meine Werkzeuge dabei hatte. Hab's ihnen direkt ins Maul geworfen. Und nun stehe ich da, so ohne nix. Hab leider genug zu tun mit meinem neuen Boot, sonst würde ich denen mal ordentlich... Was? Schon klar. Ein wenig feige, was? Ich bin halt ein Bootsbauer und kein Schwertschwinger. Wäre ich Krieger, würde ich in der Arena kämpfen. Okay, ich bring dir die Werkzeuge. Super. Gib Bescheid, wenn du sie hast. Was krieg ich dafür? Ich denke, ich habe noch wohl ein paar Goldstücke. Wo finde ich das Zeug? Gute Frage. Ich würde um den See herumsuchen. Die zwei Biester, die mich angegriffen haben, sollten dort noch herumlungern. Ich hoffe, sie verrecken an meinen Werkzeugen. Ich habe deinen Hammer gefunden. Hey, toll, danke. Fehlt nur noch die Säge. Bekomme ich schon was? Hohoho, immer langsam. Erst die Säge, dann das Gold. Stör mich nicht. Und ich weiß zufällig auch schon, wo die Säge ist. Hoffe ich zumindest. Das sollte ich aber lieber nochmal speichern. Denn der Varan, ich weiß nicht, den habe ich schon lange keinen mehr gekämpft gegen meinen Varan. Es sind sogar noch mehr. Vielleicht noch mal 5 einen schönen Heiltrank reinziehen. So, dann wäre das auch erledigt. Da, Varan mit Verstopfung, krass. Lol, was der alles gefressen hat. Druidenstein des Varans. Krass, hat Lot Säge. Also dann, das wundert mich dann ehrlich gesagt nicht mehr, nichts mehr, warum der Verstopfung hat, aber so eine Säge, das könnte böse ausgehen, fürchte ich. Ja, so eine Säge, wenn man verschluckt,
ist, glaube ich, nicht sehr fein. Würde ich ja mal vermuten. So, hab alles gefunden. Danke, mein Freund. Level up! Kann ich wieder loslegen. Hier ist die versprochene Belohnung. Gib nicht alles auf einmal aus. Vielleicht kannst du mir noch etwas helfen. Um was geht's denn? Nun also, das ist so. Ich bin nicht so gut im Bootsbau. Deswegen lassen mich die Orks auch werkeln. Und? Soll ich dir jetzt erklären, wie man ein Boot baut? Nein, natürlich nicht. Aber wenn dir mal jemand über den Weg läuft, es soll dein Schaden nicht sein. Bring mir etwas, das mir hilft, bessere Boote zu bauen. Und ich schwöre dir bei meinem Urgroßvater, du wirst reich entlohnt. Reich? Gut. Irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Wenn ich wüsste, wie und wo, wäre ich selbst schon losgezogen. Aber in Myrtana wirst du wohl schlechte Karten haben. Die Orks haben gründliche Arbeit geleistet. Ich würde es vielleicht mal weiter im Süden probieren. Alles klar, im Süden, also in der Wüste. Ich könnte mir auch schon vorstellen, wo ungefähr. Aber dazu erst viel später. Jetzt erst begnügen wir uns einmal mit einem kleinen Cut, klein aber fein. Und ich würde sagen, für diese Folge, tschüss mit dem Ciao. Mit Au.